Hallo Freunde, willkommen zurück zu Elder Scrolls Online. Vorab eine kurze Warnung, die Leute, die im Discord dabei sind oder Jurassic World schauen, die wissen bereits Bescheid. Diese Woche gibt es etwas kürzere Episoden, als ihr gewohnt seid. Ich peile etwa 20 Minuten an, statt der üblichen 30 Minuten. Grund dafür ist hauptsächlich die Hitze, die nicht nur mir zu schaffen macht, sondern auch dem Rechner, dem Aufnahmerechner. Ich habe immer wieder Abstürze bei Bandicam, wo es einfach nur hängen bleibt, und das ist wahnsinnig ätzend, was ganz schlicht und ergreifend einfach an der Temperatur liegt. Ich tue mein Möglichstes, um das so kurz wie möglich zu halten mit diesen etwas kürzeren Episoden. Schauen wir einfach mal, wie sich das entwickelt, und vielleicht klappt es nächste Woche, dass wir wieder längere Episoden machen. Ihr wisst, ich gleiche das immer aus, wenn ich kann, und dann gibt es eine Zeit lang auch wieder etwas längere Episoden. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Catwell hatte hier ein Portal geöffnet, und so wie es aussieht, sind wir beim letzten Ansturm, und jetzt gilt es erstmal mit dem Kollegen Spitzohr zu reden. An Catwell muss man sich erst gewöhnen, das gebe ich zu, aber er ist wirklich ein unglaublicher Kerl. Moment mal, was ist passiert? Wo ist der Rest eurer Gruppe? Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass du mir das erklären kannst. Nun, die anderen müssen sich fürs Erste selbst durchschlagen. Ich werde bald Catwell losschicken, um sie zu suchen. Draußen sehen die Dinge übrigens finster aus. Wir haben schon viele gute Männer und Frauen verloren. Und die Schlacht ist noch lange nicht vorbei. Oh, ich ahne Schreckliches. Kaum lasse ich euch mal 5 Minuten alleine, fehlen euch 500 Leute. Selbst ohne sein Portal kann uns Molag Bal unendlich viele Gegner entgegenwerfen. Wir können uns halten, aber nur eben gerade so. Doch der Sieg ist auch gar nicht unser Ziel. Wir müssen nur lange genug überleben, um den ebenen Strudel zu erreichen. Jetzt, tanz nicht so um den heißen Brei rum. Erzähl. Viel zu viele. Hanin wurde überrumpelt und ausgelöscht. Zusammen mit einer großen Zahl Soldaten von der Kriegergilde. König Dynars Gruppe wurde auch überfallen. Doch er hat es geschafft, sich aus dem Hinterhalt herauszukämpfen. Aber es gibt viele Verwundete. Die Zeit läuft uns davon. Und, also gut, bisher werden hauptsächlich die Krieger aufgerieben. Was machen eure Magier? Ich dachte, ihr arbeitet zusammen. Der Dank für diese kleine Gunst gebührt Catwell. Ich bin mir nicht sicher, wie er es anstellt, aber ich glaube, er ist so sehr mit Kalthafen verwachsen, dass er ein regelrechter Teil davon geworden ist. Leider kann er immer nur eine weitere Person auf einmal teleportieren. Und es ist eine langwierige Angelegenheit. Jetzt stell dir vor, das könnte jeder von unseren Magiern, und jeder nimmt einen Krieger mit. Zack, sind wir am Ziel. Das hätten wir vielleicht vorher wissen müssen, und vielleicht hätten wir uns ein bisschen besser vorbereiten sollen. Alles mal wieder ein Mangel an Information und Kommunikation, wie alles im Leben. Das Portal, das zum ebenen Strudel führt, liegt gleich hinter dieser Biegung. Molag Bal wird euch aber nicht einfach dorthin spazieren lassen. Er wird alles tun, was er kann, um euch aufzuhalten. Ich werde euch nach besten Kräften helfen. Und wie stets wird meine Hilfe ganz beträchtlich sein. Nun, geht! Ja, nach besten Kräften helfen. Beträchtliche Hilfe. Das wäre das erste Mal. Ich glaube, bisher habe ich dir beträchtlicher geholfen. Du, mein Freund, hast es drauf. Es war zwar nicht ganz einfach, aber ich habe euch gefunden. Das ist nur eine meiner zahlreichen Gaben, müsst ihr wissen. Ja, du wirst mir langsam ein bisschen unheimlich, mein lieber Catwell. Oh, Junge. So, Ebenenstrudelportal. Was ist jetzt hier hinten? Das ist ein bisschen blöd, oder? Naja, schauen wir mal. Ich meine, wie schlimm kann es schon sein? Vorne ist jemand mit einem riesen Paddel unterwegs. Oh, was haben wir denn da Schönes? Du machst einen Höllenschaden, Lady. Aber Maximallevel und 750 Bonus, das, ja, darf sie auch.
spielt schon ein wenig länger als ich, würde ich vermuten. Oh Junge. Da sind wir in ganz guter Gesellschaft. Hell. Ich habe lange auf diesen Moment gewartet. Gut gemacht, mein Kind. Da wollte ich noch etwas erzählen. Und zwar, als ich die Questreihe angefangen habe, die uns nach Kalthafen geführt hat, ihr erinnert euch vielleicht noch, das war viele, 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 viele Episoden her, da haben wir mit einer verhüllten Gestalt gesprochen, die uns zu ihrem Gönner geschickt hat. Dort wurden wir bewusstlos geschlagen und dann sind wir in Kalthafen wieder aufgewacht, ohne Seele. Die verhüllte Gestalt, das habe ich inzwischen mit anderen Charakteren gesehen, sieht ganz genauso aus wie die Stadtwahrerin. Vielleicht nur Zufall, aber... ja... ich riech mal wieder Verschwörung. Ihr wart besser, als ich dachte. Selbst im Angesicht unausweichlicher Gefahr und der schlimmsten Schrecken, die das Reich des Vergessens zu bieten hat. Ich bin beeindruckt. Ja. Ich bin wie ihr hergekommen, um diese Sache zu Ende zu bringen. Dank der Bemühungen eurer Armee habt ihr es geschafft, so weit zu kommen, ohne Molag Bals Blick auf euch zu ziehen. Ich nutze eine ähnliche Ablenkung, um unbehelligt durch dieses widerwärtige Reich zu reisen. Eine ähnliche Ablenkung. Aha. Macht euch weiter eure Gedanken. Irgendwann werdet ihr das Rätsel lösen. Es gibt noch mehr zu tun, wenn ihr eure Welt retten wollt. Ihr müsst ins Auge des Sturms, um die Ebenenverschmelzung aufzuhalten. Der Ebenenstrudel kann nur aus seinem Inneren unschädlich gemacht werden. Du weißt ähnlich viel wie Catwell. Das macht mir Sorgen. Du bist eigentlich weniger präsent und weniger offen und ehrlich. Ich habe euch bei jedem Schritt eures Weges begleitet. Ich habe euch in Kalthafen eine sichere Zuflucht geboten. Ich gab euch das Wissen über die Lichter von Meridia. Ich brauchte eine Stellvertreterin, die an meiner Stelle gehandelt hat. Ich konnte es nicht riskieren, mein wahres Ich gegenüber dem dunklen Fürsten zu offenbaren. Wenn als nächstes kommt, dass du Meridia selbst bist... und du wieder mit diesem blödsinnigen Daedra-Gedöns anfängst, dass ihr nicht direkt einschreiten dürft, sondern immer nur durch Mittelsleute und Fingerzeig hier und ein passendes Wort da, dann werde ich richtig fuchsig. Euch benutzt? Natürlich habe ich euch benutzt. Doch ihr wusstet von Anfang an, was auf dem Spiel steht, und ihr habt getan, was nötig war, um eure Welt zu retten. Jede Entscheidung, die ihr getroffen habt, war eure eigene. Und eure Entscheidungen kamen meinen Zielen gelegen. Das riecht verdammt nach Daedra. Ganz im Ernst. Die gerade vorhin, die hat ähnlich gesprochen. Ich bin so froh, wenn wir den ganzen Kram hinter uns haben und hier rauskommen. Ihr müsst in den Ebenenstrudel. Jenen Ort zwischen Raum und Zeit, an dem Nirn und Kalthafen brodelnd miteinander verschmelzen. Vernichtet die dunklen Anker darin. Entfesselt die Macht des Lichts von Meridia am Brennpunkt der Ebenenverschmelzung und macht den Strudel unschädlich. Also jetzt habe ich kaum noch einen Zweifel, das mit der Stimme machen die immer so. Das Leben einer einzelnen unbedeutenden Sterblichen für die Rettung einer ganzen Welt? Das ist ein kleines Opfer. Wenn ihr Erfolg habt, wird das Gleißen des entfesselten Lichts den Strudel verzehren und die Ebenenverschmelzung aufheben. Nirn wird gerettet sein. Ich glaube, das ist das erste ehrliche Ding, aber letzten Endes... wer glaubt, der geht zu Molag Bal ins Schlafzimmer und macht die Spülung kaputt, ohne dass irgendwas passiert, der hat sie sowieso nicht mehr alle. Also irgendwie war mir von Anfang an klar, dass das nicht sonderlich gut ausgehen kann für uns. Ich hoffe ja immer noch auf eine Rettung in letzter Sekunde, sei es durch Catwell, der unseren Platz einnimmt, oder wer weiß, vielleicht mal wieder der Prophet und die Gefährten, die haben sich lange nicht blicken lassen.
So ein Krieg wäre genau das Richtige gewesen für die Truppe. Stellt eure Fragen, aber ihr solltet wissen, dass die Zeit knapp wird. Das hat mich noch nie daran gehindert, die Lebensgeschichte von jedem Dödel hier zu erfragen. Ihr könnt ohne die Unterstützung eurer Verbündeten nicht auf einen Erfolg hoffen. Ich werde diejenigen, die noch am Leben sind, mit uns in den Strudel ziehen. Ja, machen wir sie alle kaputt, oder? Kriegergilde, Magiergilde, alle Helden, die es gewagt haben mitzukommen. Das wird die Anführer der Fraktionen auf der anderen Seite richtig freuen. Das Licht von Meridia reinigt und läutert. Niemand muss sich vor seiner gleißenden Umarmung fürchten. Das war kein Yay, das war kein Nay. Das war einfach mal wieder ein, wir weichen aus und bringen irgendwelche nichtssagenden Dinge. Petra. Ja, wir haben auch irgendwie keinen wirklich leichten Weg heraus. Dann können wir auch direkt nach vorne gehen. Im Zweifelsfall, das ist der Schnittpunkt der Welten. Das heißt, wenn wir im richtigen Moment auf die richtige Seite hopsen, sind wir vielleicht in Nirn. Dann haben wir den ganzen Kram hinter uns gebracht. Wie wir denn die Seele zurückkriegen, ist dann die nächste Frage. Da bräuchten wir, denke ich, den Propheten. Das sind eine Menge Anker. Dunkle Anker bilden einen Strudel, der Nirn in sein dunkles Reich saugt. Wir müssen diese abscheulichen Ketten zerreißen. Hast du mal gesehen, wie groß die sind? Meine Macht ist stärker in dieser Zwischenwelt. Dunkle Fürst wird stärkere Ketten brauchen, um mich aufzuhalten. Wofür genau brauchst du uns? Wir haben einiges zu besprechen. Besprechen? Könnten wir das nicht besprechen, nachdem du die restlichen Anker gekillt hast? Für dich ist das ja quasi nur ein Fingerschnippen. Ihr scheint überrascht zu sein, Sterbliche. Habt ihr nichts von meiner wahren Identität geahnt? Geahnt, natürlich. Aber ich zeige inzwischen auf jeden Deppen seine Mutter und deren Hund und schrei Verschwörung, weil ich hier keinem Aas vertrauen kann. Du machst es nicht besser. Ich habe nicht so getan, Sterbliche. Ich bin die Stadtwahrerin. Ich habe nur den Umstand verheimlicht, dass ich auch eine dädrische Fürstin bin. Meine Pläne wurden schon vor langer Zeit in Gang gesetzt. Hätte ich mich selbst zu früh zu erkennen gegeben, hätte ich alles aufs Spiel gesetzt. Die Frage werde ich bereuen. Das impliziert ihre Schwäche und unsere Wichtigkeit. Damit kommen dädrische Fürsten nicht gut klar. Wagt es nicht, meine Motive in Frage zu stellen. Es ist genug, wenn ich sage, dass ich die Hilfe Sterblicher benötigte, um den Strudel zu zerstören und die Ebenenverschmelzung aufzuhalten. Jetzt haben wir es soweit geschafft und wir wissen, dass wir am Ende sterben werden. Wir können uns einen langen Stock suchen und den finsteren, goldenen Drachen noch ein bisschen pieksen. Wer weiß, vielleicht flippt sie so richtig aus und macht die ganze Ebene kaputt und dann ist alles auf einmal erledigt. Kurz und schmerzlos bevorzuge ich da, glaube ich. Die Realität ist ein Spiel, Sterbliche. Lernt es zu spielen oder gebt euch auf, um eine Figur zu werden, die geopfert wird. Eure Verbündeten sind eingetroffen. Sprecht mit ihnen, bevor wir fortfahren. Und du könntest vielleicht noch ein paar Anker killen. Ich meine, hast ja sowieso nichts Besseres zu tun, nehme ich an. Ich dachte, der Kampf hinter uns sei furchtbar. Aber dieser Ort, er übersteigt meine Vorstellungskraft. Trotzdem, wir haben es so weit geschafft. Der Sieg ist in Reichweite. Besonders jetzt, da die strahlende Herrin auf unserer Seite steht. Er hat's vorher gewusst, er hat mir nichts gesagt. Ich mag dich nicht mehr. Haha. Ich habe den Aufstieg und Fall meines Volkes gesehen. Und doch stehe ich nun vor euch als letzter meiner Art. Ich bin der letzte Aileide. Aber ich bin stolz, euch meine Freundin nennen zu dürfen. Ach, jetzt wieder auf die Tränendrüse drücken.
Oh, du kannst mich nicht kaputt machen. Ich bin der Letzte meiner Art. Jada, jada, jada. Meh. Wir waren grausame Tyrannen und Eroberer, die sich für besser hielten als alle anderen Völker von Nirn. Als die niederen Völker beschlossen, dass wir der Feind sind und sie sich gegen uns vereinten, war unser Untergang so gut wie besiegelt. Wir waren zu stur, um zu erkennen, dass wir im Unrecht waren. Ihr habt spitze Ohren. Ich hab nichts anderes erwartet. Es hat einen Grund, dass ich der letzte König der Aileiden bin. Ich stand an der Seite der jüngeren Völker. Ich half ihnen. Ich glaubte an das, wofür sie kämpften. Ich war dort, als die Macht von Hochfels von den Alessianern auf die Direni überging. Ich bin sicher, das freut alle Beteiligten. Und bevor jetzt ein wütender Lynchmob anfängt, die Kommentarsektion zu zerreißen, grundsätzlich mag ich Elfen. Da könnt ihr jeden fragen, der mich im echten Leben kennt. Wenn ich die Wahl habe, bin ich selber ein Elf. Aber ihr müsst zugeben, dass die hier bei Elder Scrolls teilweise wenigstens arg arrogant und hochnäsig sind. Trotzdem, von allen hier anwesenden Leuten und Daedras würde ich sagen, es ist 50-50, wen ich am meisten mag. Ich kann mich gerade nicht so richtig entscheiden. Entweder ist es diese Magierin, die nach allem, was ich sehe, Bretonin ist, oder diese Waldelfe. Und ja, beide finde ich super. Wenn ich gewusst hätte, dass das passieren würde, hätten es meine Leute vielleicht aufhalten können. Walenwald ist immerhin ein Teil von Nirn. Aber das ist wahrscheinlich nur Wunschdenken. Ja, da hättest du vielleicht bisschen anders arbeiten sollen vorher. Es guckt nicht so betröppelt. Ich bringe dich wohin, wo es ganz großen Baum gibt, mit ganz vielen Waldelfen, einem richtig urigen König. Noch ein super Spitzohr im Übrigen. Und da wird es dir richtig toll gefallen, glaub mich. Ich habe mein Leben damit verbracht, mich in einem dunklen Wald zu verstecken. Ich habe noch nie den Himmel über Walenwald gesehen oder Regen auf meiner Haut gespürt. Molag Bal hat uns angelogen und das werde ich ihm nie vergeben. Ich bin stolz darauf, dieser Sache anzugehören. Und ich glaube, ich habe niemanden lieber an meiner Seite. Du könntest, ich glaube, ich adoptiere sie. Könntest du permanent dabei sein? So als kämpfender Begleiter an meiner Seite? Das wäre super. Lieber sterbe ich im Kampf für etwas, woran ich glaube, als fett und zufrieden. Das habe ich in einem Buch gelesen. Ah. Es war kein gutes Buch, aber der Satz ist bei mir hängen geblieben. Okay. Ja. Fett, zufrieden und friedlich hätte auch was. Nicht ganz ehrlich, aber wenn man kämpfen muss für etwas, das einem wichtig ist, dann ja, nur das mit dem Sterben finde ich nicht so toll. Ja, genau. Wir bleiben besser im Leben. Wir klatschen Molag Bal, machen das hier mit der Ebenenverschmelzung ungeschehen. Ich bring dich in einen tollen Wald und wir bleiben am Leben, ne? Darin stimme ich euch von ganzem Herzen zu. Yay. Inspirierende Zitate sind ja gut und schön. Aber noch viel besser ist es, wenn man überlebt, damit man seine eigene Geschichte erzählen kann. So sieht's aus. Sie ist nicht ganz allein. Hallo, Sisi, bleibt bei uns, adoptiert uns so. Grins. Eine neue Heimat finden. Eine Welt sehen, die ich nur aus Geschichten kenne. Ihr müsst euch um mich keine Sorgen machen. Ich komme schon zurecht. Dies ist der Moment, auf den ich mein ganzes Leben gewartet habe. Jetzt lasst uns dafür kämpfen. Das Deprimierte hatten wir schon. Wir machen einfach so weiter. Okay, und da ich hier noch jemanden habe, den ich besonders mag. Ich hatte mir vorgestellt, dass es ein großes Abenteuer sein würde. Aber ich habe mir nie den Horror vorgestellt. So viele unserer Freunde und Gefährten sind gestorben. Und dieser verdammte Strudel bedroht immer noch unsere Welt. Ich denke, es ist an der Zeit, ihm den Gar auszumachen. Für immer. Gute Einstellung. Du bleibst an meiner Seite. Verdammt richtig. So sieht's aus. Ich bin wild entschlossen und mehr als ein bisschen angefressen. Kommt schon, Heldin. Zeigen wir Molag Bal, wie man's macht. Dann kann ich zu dem alltäglichen Wahnsinn zurückkehren, mit dem ich mich sonst immer herumschlagen muss. Oh ja, die täglichen schweren Bürden der Magier. Bücher lesen, Bücher entstauben, Bücher wieder einsortieren. Muss die Hölle sein.
Ich glaube, das können wir. Ich hoffe, das können wir. Ich weiß nur, dass wir schon viel zu weit gekommen sind, um jetzt aufzugeben. Ich sorge mich nur darum, dass immer noch so viele Kämpfe vor uns liegen. Ich glaube, dass noch mehr von uns sterben werden, bevor all das hier vorbei ist. Bleib in meiner Nähe, dann kriegen wir das schon gebacken. Bisher sind die Leute immer nur dann umgefallen, wenn ich nicht hingeguckt habe. So, du goldleuchtende... schöne Frau. Damit eins herrscht, nämlich Klarheit. Der ganze Haufen da hinten ist mir ziemlich Wurst. Catwill kriegst du hier sowieso nicht tot. Der ist in Kalthafen irgendwie Teil des Inventars. Die Waldelfe und die blonde Magierin hätte ich ganz gern behalten. Der Rest kann machen, was er will. Auf geht's. Sprecht mit euren Freunden, denn es könnten ihre letzten Momente sein. Aber verweilt nicht so lang. Die Zeit rennt und jeder Moment ist ein Dieb, der mehr stiehlt, als er bringt. Noch ein toller, schlauer Spruch, den irgendjemand aufschreiben wird. Der Herr der Gewalt nutzt dunkle Anker, um diesen Strudel zu binden. Das wissen wir. Wir müssen alle drei zerstören, bevor die Macht von Meridias Licht entfesselt wird. Andernfalls könnte eine Reaktion darauf Nieren genauso zerstören, wie es die Ebenenverschmelzung tun würde. Okay, und während ich hier mit den Leuten philosophiert habe, hättest du die Anker lange zerstören können. Du bist verdammt eine Dendra-Fürstin. Angefressen, mächtig ohne Ende. Meridias Licht muss im Kern des Strudels entfesselt werden. Wir werden diesen Punkt finden müssen. Kriegen wir hin. Ich nehme Catwell und lege ihn mir auf den Kopf wie ein Kompass. Erneut erinnere ich euch daran, dass dies eure letzte Gelegenheit sein wird, vor der letzten Schlacht mit euren Verbündeten zu sprechen. Lasst es mich wissen, wenn ihr bereit seid. Dann noch einen Augenblick, bitte. Sprecht mit euren Freunden. Ja, ist ja gut. Ich würde sagen, ich nutze die Gelegenheit, hier noch eine kleine Aufnahmepause zu machen. Das klingt wirklich so, als würden gleich Ereignisse losgetreten, die sich nicht aufhalten lassen, wo wir nur wenig Verschnaufpause haben. Dementsprechend machen wir das dann in der nächsten Episode. Sorry dafür, kleiner Cliffhanger, aber die nächste Episode wird kommen. Bis dahin dann, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.